Eine Minute. Gebt mir Infos. Wie gesagt, ich denke, Pre-Show gibt es die Infos, die jetzt zur nächsten Season in The Crew sind. Also Season 6, Staffel Episode 2. Und ich hoffe darauf, dass dann in der Hauptshow The Crew 3 bzw. Project Orlando announced wird. Ich hoffe drauf. The Crew 2. Also es wird wohl Forsberg werden wieder. Ich auch, Sander. Ich glaube, jeder tut das. Der Arme. Schädigt seinen Ruf voll damit. Oh, da ist er. Da ist der DeLorean, den wir eben schon gesehen haben. Das wird jetzt wohl der Gegner sein. Wer ist der andere Fahrer? Showtime, nice. Geil, der Rauch. Er musste sein. Das ist die Frau Minion Dorsberg. Wahrscheinlich. Fritz Meinke in älter, ja. Ken Block wäre auch cool gewesen in Wärme, das stimmt. Hello everyone. Motorflix welcomes you back to the Dominion. After your incredible experience alongside the Forsberg team, prepare to enjoy a whole new episode. Get ready to face a winter of fury. Performance driving on all terrains. That's how things move this season. Boah, es wird wieder so viel um Eis gehen, ne? So viele gefrorene Tracks, das wird richtig böse. Alexandre Claudine heißt der Kerl wohl, sehe ich gerade auf Twitter. Alexander Claudine. Dominion Frozen. Plus, you won't want to miss it. Thank you all for watching Around the Globe. We'll see you next time. Bye. Ernsthaft jetzt? Das war's? Das ist alles? Ich bin enttäuscht. Also, okay, Skull and Bones, ja. Assassin's Creed, ja. Warte mal. Wir haben erfüllt 6 Leaks von... 6 Leaks erfüllt, 9 unerfüllt. Digga, 15 Leaks, 6 davon hat er erfüllt. Alter. Ist das traurig. 15 Leaks, 6 erfüllt. Und nichts zu The Crew 3. Das heißt, wir gehen zurück auf die Infos, die wir haben. Nämlich zu The Crew 2. Da gucken wir uns nochmal alles jetzt an, was im Detail kommt. Da kam natürlich jetzt einiges Neues, nachdem das gerade geupdatet wurde. Wir gehen da jetzt einmal drauf. Wir haben einmal das hier. So, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Also, wir fangen an mit dem Trailer für The Crew 2, die Season. Gehen wir jetzt einmal nochmal schnell durch. Das müsste sowieso derselbe sein, ne? Ja, es ist wirklich genau dasselbe hier. Da müssen wir eigentlich nicht nochmal drüber gucken, oder? Den haben wir in der Pre-Show, in der UV-Show gesehen. Wer den sehen möchte, wenn ich das auf YouTube hochlade hier, werde ich euch das auch nochmal markieren. Dann werde ich euch das da in den Titel reinsetzen.
Das heißt, das brauchen wir nicht. Was wir brauchen ist das hier. Das ist jetzt das offizielle Statement von Ubisoft zu dem neuen Update. Ja, okay, macht Sinn. Scheint tatsächlich, ja, okay. Wir haben denselben Link jetzt nochmal auf Deutsch. Das heißt, wir switchen um. Wir gucken uns das natürlich auf Deutsch an. Ist ja deutsche Community. Okay. Gut, danke Sander übrigens fürs Schicken. Also, Dominion Frozen heißt die neue Season. Keine Ahnung, warum die jetzt nicht nach dem neuen Fahrer benannt ist. Die letzte hieß ja Dominion Forsberg und jetzt der Fahrer hieß nochmal wie? Ich hatte das vorhin auf Twitter irgendwo gesehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Dominion Frozen. Winter. Das heißt, wir können uns auf jede Menge hier Eis gefasst machen. Ich lese das jetzt einfach mit euch. So, wie bei Ubisoft Forward angekündigt, ist das nächste Kapitel von The Crew 2 Staffel 6 Episode 2 Dominion Frozen ab dem 14. September, also nächsten Mittwoch, für alle Spielerinnen kostenlos verfügbar. Diese Episode wird eisig nach der ersten Episode, in der Spielerinnen gegen den legendären Chris Forsberg antreten mussten und von ihm lernen konnten, müssen sie nun ihr gesamtes Wissen einsetzen, um Dominion Frozen zu meistern. Außerdem gibt es neue Fahrzeuge, Prestigeobjekte, Live-Summits und einen neuen Motorpass für diese eisigen Strecken. So, Nummer 1, die Summit-Liste. Das heißt, wir sehen uns erstmal an, was gibt es so in den Summits. Wir sehen, das erste Summit, wenn ich das hier richtig sehe, wird Black Ice mit 3 neuen Events sein. Dann haben wir Dominion Rivals. Dann, was ist das? Kann ich nicht richtig lesen. Scandinavian Flick. 2 neue Events wieder drin. Dann kommt das erste Platin-Auto. Grafik Ultrascheiße von dem Bild. Moment, wir versuchen das mal anders. Bild einzeln in neuem Tab öffnen. Ja, Grafik immer noch scheiße. Das ist ein Chrysler. Ja, okay, doch, hier oben, ne? Das kann schon hinkommen. Okay, Chrysler. Also ein Chrysler Summit-Fahrzeug, okay. Was mich jetzt sehr wundert ist. Achso, das ist ein Vehicle Drop. Das ist keine Summit-Belohnung. Okay, das heißt, wir haben hier Frozen Sin, auch wieder 2 neue Events. Dann haben wir Demons Unleashed mit einem Vehicle Drop. Das hier könnte der Reventon dann sein, wo wir den kaufen können. Und da gibt es ja auch schon eine Folieftür. So, dann haben wir Frozen Peak Summit, auch wieder 2 neue Events, um den 26. Oktober rum, wenn ich das richtig sehe. Und bei Dominion Rivals Episode 2, nee, 3, gibt es dann Aston Martin. Was ich nicht verstehe, ist, warum heißen die jetzt Dominion Rivals? Hier, die Dinger. Ach, keine Ahnung. Also, im Endeffekt ist es ja auch scheißegal. Aber New Ice Tracks. Ach du Scheiße, nein. Sag mir nicht, es gibt jetzt neue Strecken, die komplett auf Eis sind und durchgehend. Oder sind das nur die Events auf Eis? Ach Gott, okay. Dann haben wir einmal Mazda RX-3 von 1972. Der wird halt wahrscheinlich Schmutz sein. Dann haben wir hier den DeLorean. Das könnte neue Viper sein. Und das hier, keine Ahnung, müssen wir uns gleich angucken. Neuer Rooftop, also neuer Dachaufsetzer mit Skiern, braucht kein Schwein. Dominion Frozen Reifen sehen nicht schlecht aus. Das Outfit generell taugt, denke ich mal was. Sieht ganz cool aus, wird der Motorpass sein. Das kriegen wir über den Motorpass. Okay, erstmal weiter. Neue Events und Herausforderungen. Ab dem 14. September stehen neue Strecken zur Verfügung, auf denen du deine Fähigkeiten verbessern kannst. Deine Fahrkünste werden von den Elementen auf die Probe gestellt, wenn du in jeder Kategorie gegen die Champions antrittst. Mach dich bereit, alles umzusetzen, was du von Chris gelernt hast, um Dominion Frozen zu meistern. Es braucht mehr als nur Talent und um der oder die Beste von allen zu werden. Von Street Race, Hypercar, Rallycross bis Touring Car, der gefrorene Asphalt wird alles verändern. Okay, also scheinbar kein Rallycross. Dieselben Kategorien wie letztes Mal. Street Race, Hypercar, Rallycross und Touring Car. Aber Hypercar wird unwitzig werden. Das wird sehr, sehr unwitzig werden. Ach, hier ist der Salen, ne? Dann wird das auch der hier unten gewesen sein, den ich eben nicht entziffern konnte. Natürlich ist auch rotzig, dass die Chatbox weiße Schrift auf weißem Hintergrund ist, ne? Gibt's die Seite hier auch in der Black Edition irgendwie? So, um Champion zu werden, musst du die eisigen Straßen und Schneestürme meistern und dich als würdig erweisen. Das ist keine leichte Aufgabe. Zum Glück kannst du all das Wissen einsetzen, das Chris... Wie lange wollen die das denn noch erwähnen? So, neue Fahrzeuge und Prestigeobjekte. Einblick in das neue Set aufregender Fahrzeuge. Bla bla bla. Mazda RX-3 als Street Racer. Okay.
Dann. Danke. Danke. Das ist sie, Leute. Das ist das einzige Auto in The Crew, das mir jetzt jahrelang gefehlt hat. Ich habe alle Autos. Und er kommt wieder. Das ist das einzige Auto. Dieses Auto war vor 2 Jahren ungefähr, glaube ich, einmal im Spiel für eine Woche und nur für Crew Credits, nur für Echtgeld. Das war ein Fehler. Das hätte nie so sein sollen. Und jetzt kommt er wieder. Der wurde zum letzten Update wurde der rausgenommen. Den gab es nicht mehr in der Datenbank. Nur Leute, die den damals gekauft haben, hatten den noch. Und jetzt kommt er wieder. 21. September, save the date, kommt dieses Auto zurück. Heilige Scheiße, es wird auch Zeit. Dann Thema Motorpass. Da kommt auf Tier 1 der Saleen S7 Turbo, Twin Turbo in der Glacier Edition. Ich weiß gar nicht, ist aber nicht der, den ihr alle schon hattet. Ne? Der kommt dann wahrscheinlich gleichzeitig. Dann haben wir den Mazda RX3 in der Supercharged für Tier 13. Dann kommt kostenlos auf Tier 25 der Creators DeLorean DMC12 Outer Drift. Eieiei. So, und dann kommt auf Tier 37 die Dodge Viper, habe ich ja gesagt, GTS Lightning Edition. Da kommen dann auch hier die besagten Teile. Ist ein Drifter, nice. DeLorean Drifter, wird witzig. So, dann haben wir das Black Ice Summit. Und dann haben wir hier den Chrysler, der da rauskommt. 300 SRT8 Crown Edition. Der sieht tatsächlich auch ganz cool aus, aber der sieht leider wieder so aus, als könnte man den nicht richtig tunen. Eieiei. So, und Black Ice ist das erste Summit, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja. Da haben wir jetzt leider noch keine Übersicht drüber. Wäre schön gewesen, aber gibbet nicht. Und tatsächlich, ich glaube, mehr haben wir noch nicht, oder? Ich weiß nicht, warum. Ich habe dieses Mal keine E-Mail bekommen, kein Early Access. Das heißt, ich kann euch nächste Woche nichts zeigen. Aber das geht auch nicht nur mir so. Ich weiß, dass es mehreren so geht. Dennoch gibt es einen Early Access. Es gibt Leute, die was gesehen haben. Und das können wir uns jetzt einmal kurz reinziehen. Das heißt, wir können theoretisch uns jetzt hier noch einmal den Trailer reinziehen, Hallo zusammen. Hier ist wieder der im Spiel kommt. Nach einer unglaublichen Zeit an der Seite des Forsberg-Teams, mach dich jetzt bereit für den Winterwahnsinn. Freue dich auf eine brandneue Episode, The Dominion Frozen. Diesmal sind unsere Gäste gute alte Bekannte. Wirst du es wagen und diese renommierten Fahrer schlagen? Ein herzliches Willkommen für unsere Lieblingsrivalen. Der einzig wahre Touring-Car-Meister, Clarence Bishop, der Dritte. Oh nein. Ihr habt ihn sicher erkannt, den König der Straße, Mr. Edgar Tio Marquez. Und last but not least, der Prinz der Soundslips, der fantastische Tucker Tuck Morgan. Und es gibt wieder eine Überraschung. Neue exklusive Autos. Kommt damit klar, ob du gewinnst. Ja gut, die Autos haben uns schon angeguckt. Einzigartige Creators DeLorean DMC 12 Outer Drift von Alexandre Clotin, exklusiv im Motorpass und im echten Leben. Ja, und damit hallo und herzlich. So, da mache ich jetzt einmal Schluss, weil nicht mein Video. Ich will nicht unbedingt jetzt viel Stimme leaken, die ne, nicht mir gehört. Ich werde euch das Video, aber ist ja öffentlich auf YouTube, auf jeden Fall, wenn ich es hochlade, in die Videobeschreibung reinpacken. Ansonsten Tommy vom Walle einfach mal suchen. Twitch, YouTube, überall. Der hat da jetzt hier so ein bisschen den Vorab-Access gehabt. Das heißt, da können wir jetzt ein bisschen reingucken. Hat jetzt hier die neuen Fahrzeuge gezeigt. Die haben wir uns allerdings ja schon angeguckt, eigentlich alle. Ne? Das heißt, da brauchen wir jetzt gar nicht so viel Zeit reinstecken. Ich stumm's jetzt einfach mal, weil ich vorher nicht mit Tommy drüber geredet habe, ob das okay ist. Und deshalb will ich jetzt seine Stimme nicht unbedingt hier reinliegen. Ja, was soll ich sagen? Ne? Also den Saleen etc., das haben wir alles gesehen. Das ist nicht so wirklich interessant. Neue Strecken über die Dominion Frozen. Ich sehe jetzt hier schon Street Race Hypercar Rallycross. Konnte er wahrscheinlich schon antesten. Das heißt, wir können uns die Strecken einmal angucken. Ja, ach du Scheiße. Das sind halt wirklich komplette Eisstrecken. Ich mache mal wieder Hintergrundmucke an, so ein bisschen. Komplette Eisstrecken und ihr seht schon, wie der Street Racer hier abdriftet. Ach du Scheiße, das wird richtig schlimm, Leute. Das wird so ein bisschen Hovercraft-Feeling sein. Ja.
Das wird Hovercraft mit Street Racern. Und ich wette, wenn wir jetzt ein Stück weiterspringen und er die anderen Events auch noch getestet hat, wird es auch mit dem Hypercar genauso aussehen. Hat er direkt den neuen Saleen genommen. Ja. Es ist komplett wie Driften mit allen Fahrzeugen gefühlt. Ich bin gespannt. Das wird sehr crazy werden. Und dann haben wir am Ende noch Rallycross oder was? Ne, Rallycross hat er, glaube ich, gar nicht gezeigt. So, neue Summits sind allerdings interessant. Da können wir einmal reingucken. Weil dann haben wir hier Black Ice, sehen wir schon. Maserati Alfieri, voll uninteressant. Oha, verbesserter Punktebrecher Hypercar. Juch. Alter, das wird fett. Ein verbesserter Punktebrecher auf Hypercar, Leute. Das wird ein Fest. Alter Schwede, danach sind Tests. Alle Tests werden neue Rekorde kriegen. Alle. So, was haben wir? Slalom, Radarfalle, Aerobatik. Soweit nicht spannend. Wir haben die neuen drei Rennen, die wir fahren müssen. Einmal Hypercar Alfieri dabei. Dann haben wir die Live Extreme Series, das Holiday Special ohne Einschränkungen. Dann haben wir das Touring Car Event, welches auch immer, mit dem Koenigsegg CC GT Sander vormerken. Da werde ich die Settings brauchen. Und einmal Alpha auf einer Street Race Strecke. Okay, ja. Nicht übel, da geht er jetzt einmal nur kurz durch. Dann, nächster Summit, Dominion Rivals 1, denke ich mal, geht er jetzt drauf. Da. Dann haben wir 150.000 Follower Bronze. Da ist schon der zweite Teil vom Hypercassette. Das heißt, nach drei Wochen am 28. September werden wir das volle Hypercar-Punktebrecher-Set haben. Kalibriert auf Test erprobt und pur. Das wird mega geil. Vom Touring Car CCGT Sander. Dann haben wir den Ford Raptor Race Truck. Uninteressant, Standardauto. Die rundumleuchte Crimson Gold Strahler könnte ganz cool aussehen auf manchen Autos. Da müssten wir mal gucken. Was gibt's hier? Eventtechnisch Slalom Flucht Tieflugs. Flucht könnte interessant sein. Müssen wir mal gucken. Motocross, Rallycross, Rallycross, Rally Raid und Motocross auf Rally Raid. Das wird ein krasses Summit. Rein Offroad. Das wird interessant. Ja, wir können es halt jetzt hier, weil es nur ein Video ist, nicht angucken, welche Events es sind. Aber müssen wir auch nicht. So, dann Skandinavien Summit, Schneesturmrauch, sehr nice. Ein Drift Nitromischer auf Windschatten. Nee, Drag Nitromischer auf Windschatten, in verbessert. Boah, der könnte böse stark werden. Also ein verbesserter Drag Nitromischer auf Windschattenkraft. Könnte böse werden, wenn man den gut umsetzt. Alter, also die Sets sind schon nicht ohne hier. Achso, da konnte er jetzt auf die Events natürlich nicht mehr eingehen. Dann hat er die Motorpass-Sachen hier noch gezeigt. Das haben wir im Prinzip schon gesehen und das war's. Okay, ja gut. Aber zumindest die Summit-Sets sind sehr interessant diesmal. Oh, guck mal, den hätten wir noch angucken können. Da gibt es dann den Chrysler und... Hier gibt es die Yellow Sideblade, die könnte ganz cool aussehen. Ja, Street Race, hier Beutegräber, uninteressant. Das ist nicht wichtig. Und den Frozen Sin können wir uns nicht ansehen. Ja gut, aber gut, dass Tommy da ein Video gemacht hat, auf jeden Fall. Guckt da gerne mal vorbei. Hört es euch mal im Detail an. Ich meine, er hat jetzt hier die zumindest das Street Race und das Hypercar Event einmal getestet. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie es wird. Wir werden sehen. Aber tatsächlich gibt es mehr nicht, ne? Also jetzt haben wir tatsächlich alles gesehen. Ja, ja. Ja, wie gesagt, Papa Pyro, ich glaube auf dem DeLorean auf jeden Fall wirst du keine Folie machen können. Und ich denke sogar auf der Viper auch nicht so, wie die aussehen. Also wenn wir uns das hier angucken, da unten siehst du es, die vier Autos haben alle eine eigene Folie. Ich denke, da wirst du nichts drauf patschen können. Gut, meine Lieben. Aber damit haben wir alle Updates, News mal wieder am Start.